Du weißt wer. Auf uns wartet Vater. Erst beantwortest du mir ein paar. Ja, ja, mache ich. Treffen wir uns. Linken
38, haben Sie die Zielperson verhaftet? Nein, Verfolgung geht weiter, Zentrale. Die Zielperson konnte fliehen. Wow, den hast du erwischt. Zielperson hält ihren Wagen an. Zentrale, mein Wagen wurde schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. Bestätige. Möglicherweise gestohlenes Fahrzeug. Bring mich Adam 1-6, bitte Jackie. Angaben zu Ihrer aktuellen Position. Was für eine nette Überraschung. In westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. Das Haus sagte, Sie wollten nur sehen. Alles verfügbar von Einheiten. Adam 1-6 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig. Guter Punkt. Ich habe ihn. Oh, das wird Mac gefallen. Sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Adam 135, haben Sie ein Positionsupdate für mich? Den hast du erwischt. Westlicher Richtung durch Silver Canyon. Bestätige Adam 135. Hier L30, gebe Verfolgung auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. Okay, verstanden. Zielperson fährt Richtung Norden, nähert sich Liberty Desert. Meldung erhalten, Adam 13. Zentrale, uns hat sie überrascht, aber wir
und versucht, unsere Wagen auszuschalten. Er fährt westlich, nähert sich R473. Verstanden, LM113. Wir werden das Fahrzeug jetzt rammen. Das war's. Korrigiere, Zentrale. Die Zielperson ist wieder entwischt. Verstanden. Versuchen Rammmanöver. Wir machen jetzt Lärm, Zentrale. Als müsstest du mir dankbar sein. Die Person hält ihren Wagen an. Geschieht ihm recht. Er ist im 13, unser Wagen ist short. Beende die Verfolgung. Verstanden. Hier Zentrale, wir erhalten Unterstützung von der Highway Patrol. Achten Sie auf Nagelbänder. Bestätige. Die Person ist um die Nägel herumgefahren. Ich werde das Fahrzeug rammen. Ty wird sich totlachen, wenn er hiervon erfährt. Erledigt. Ich weiß.
Lincoln 130, haben Sie einen Positionsupdate für mich? In westlicher Richtung auf der Santa Culpa Bridge. Bestätige, Lincoln 130. Erde 135, wir melden uns ab. Unser Wagen hat Totalschaden. Bestätige. Die Person will mich aus dem Weg räumen. Hier, Adam 6, wir geben die Verfolgung auf. Unser Wagen ist hin. Alles klar, verstanden. Wir werden das Zielfahrzeug jetzt brauchen. Hier Lincoln 130. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. In westlicher Richtung durch den North Liberty Tunnel. Okay, verstanden, Adam 13. An alle Einheiten. Die Highway Patrol legt gerade Nagelbänder aus. Seien Sie also vorsichtig. Zentrale Zielperson ist den Nagelbändern ausgewichen. Sie hat mir meinen kleinen Riss. Das verpasst. Oh, macht ihr jetzt ernst? Hier, Adam 6, wir haben. Die Highway Patrol errichtet. Gerade Straßensperre. Verstanden, Zentrale. Wir sind 13. Die Barrikaden haben Wirkung gezeigt. Die Zielperson fährt Richtung Westen und nähert sich Airfield 73.
13, verfolgen einen möglichen 4-11. In westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. Na so. An alle Einheiten. Adam 113 führt eine Code 3. Verfolgung durch. Ich schwör's dir. Erbitte Meldung. Dieser Verräter arbeitet jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig. Guter Punkt. Zentrale an Adam 113. Wo sind Sie gerade? In westlicher Richtung durch Silver Canyon. Das ist aber nicht die Feinde. Meldung erhalten, Adam 13. Mehr habt ihr nicht drauf? Wir versuchen es mit dem Kill Switch. Adam 135, haben Sie ein Positionsupdate für mich? Richtung durch Silver Canyon. In Ordnung. Zentrale, die Zielperson versucht mich aus dem Spiel zu nehmen. Achtung an alle Einheiten. Zielperson rammt unsere Fahrzeuge. Erde 13, Totalschaden. Wir sind raus. Das hätten wir. Erde 13, sind jetzt die Primäreinheit. Verstanden. Erde 35, ist die Festnahme erfolgt? Ja, 35, Zielperson konnte entkommen. Du arbeitest jetzt für das Haus? Zentrale, Kontakt zum Zielfahrzeug abgerissen. Ich steige aus der Verfolgung aus. Klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. In südlicher Richtung durch den North Liberty Tunnel. An alle Einheiten. Die Highway Patrol hat vor dem Zielfahrzeug Nagelbänder ausgelegt. Sehen Sie sich vor. Nagelbänder waren ein Fehlschlag. Die Zielperson konnte ihnen ausweichen. Ja, 13. Unser Wagen ist kaputt. Brauchen neue Primäreinheit. Die Erde 135 übernehmen die Führung. Zielperson direkt vor uns. Bestätige. Positionsupdate für mich. In südlicher Richtung durch Liberty Desert. Verfolgung läuft in südlicher Richtung durch Liberty Desert. Wir sind 13, unser Wagen ist short. Beenden die Verfolgung. Verstanden. Nicht schon wieder. Lincoln 130, wie lautet Ihre aktuelle Position? In westlicher Richtung durch Liberty Desert. Bestätige Lincoln 130. Zentrale, Zielperson ist mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. GS-Übertragung unterbrochen. Kill Switch zeigt keinerlei Wirkung. Musst du das machen? Ja. Wir senden jetzt den Kill Switch. Haben Sie eine Elektronik gegrillt? Einer weniger. Okay, verstanden. Na toll. Ich verfolge einen möglichen 4-11. Bring mich hier weg! Lincoln 130, wo befinden Sie sich im Moment? Was für eine nette Überraschung! In westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. Ich schwör's dir! An alle Einheiten, Lincoln 130 führt eine Code 3-Verfolgung durch. Erbitte Meldung! Oh, richtig, guter Punkt! Oh,
Lincoln 130, haben Sie einen Positionsupdate für mich? In westlicher Richtung auf der Santa Culpa Bridge. Verstanden, Lincoln 130. Die Adam 35, wir machen jetzt... Zentrale. Versuchen, den Wagen aus dem Verkehr zu ziehen. Echt jetzt? Haben das Kühlfahrzeug gerade kräftig durchgeschüttelt. Zentrale, die Zielperson hat uns freundlich erwischt, aber wir bleiben dran. Hier A16, unser Wagen ist beschädigt. Brechen die Verfolgung ab. Okay, verstanden. Du arbeitest jetzt für das Haus? Versuchen, die Verfolgung später wieder aufzunehmen. Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Yeah, einer weniger. Mann, war das einfach. Hier, Adam 6, wir gehen die Verfolgung auf. Unser Wagen ist hin. Alles klar, verstanden. An alle Einheiten. Die Halbe. Patrol legt gerade Nagelbänder aus. Seien Sie also vorsichtig. Verstanden. Geschieht im Rest. Die Person versucht uns aus dem Weg zu räumen. Zentrale hier, Adam 6. Für uns ist die Verfolgung beendet. In Ordnung. Wie lautet Ihre aktuelle Position? In westlicher Richtung auf der Santa Culpa Bridge. Verstanden. Zentrale an alle Einheiten. Die halbe Patrouille unterstützt uns mit Straßensperren. Seien Sie darauf vorbereitet. Musst du das machen? Ja. Ja, 13. Barrikaden haben Fahrzeug verlangsamt. Verdammter Mist. Klingt, als müsstest du mir dankbar sein. In südlicher Richtung durch den North Liberty Tunnel.
Verstanden, Adam 1-6. Warnung an sämtliche Einheiten. Die halbe Patrouille hat vor Ihnen Nagelbänder ausgelegt. Bestätige. Die Person ist unseren Nägeln ausgewichen. Adam 1-6, Zielperson verdrückt sich so. Ich hab ihn. Zielperson ist in Wischzentrale. Verfolgung geht weiter. Alles klar. Adam 13, Totalschaden, wir sind raus. Adam 1-13, übernehmen die Führung, sind an ihm dran. Verstanden. Zentrale, Zielperson hält an. Ich weiß. Das hätten wir. Adam 35, ist die Festnahme erfolgt? Negativ, setzen die Verfolgung fort. Unterstützung bei einer Verfolgung. Dieser Verräter arbeitet jetzt also für das Haus? Du etwa nicht?
Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig. Guter Punkt. Lincoln 130, haben Sie ein Positionsupdate für mich? In westlicher Richtung auf der Santa Culpa Bridge. Verfolgung läuft in westlicher Richtung auf der Santa Culpa Bridge. Nicht schon wieder. Versuchen, den Wagen aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Kopf weniger. Hier, Adam 1-6, unser Motor ist hin. Schicken Sie uns einen Abschnitt. Warnung. Alles klar, verstanden. Hier, L-30, gebe Verfolgung auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. In Ordnung. Zentrale, die T-Person hat uns heftig erwischt, aber wir bleiben dran. Verstanden, an alle Einheiten. Es wurden Kollisionen mit dem Zielfahrzeug gemeldet. Die Person versucht, mich abzudrängen. Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Oh, wow. In südlicher Richtung durch den North Liberty Tunnel. Verstanden, Adam 113. Zentrale, unser Wagen wurde schwer beschädigt. Wir geben die Verfolgung auf. Okay, verstanden. Adam 6, die Nägel haben nichts gebracht. Zielperson konnte sie umfahren. Verstanden. Musst du das machen? Ja. Miller, der ist erledigt. Ich weiß. Zentrale, hier Lincoln 130. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Bestätige. Die Person versucht uns auszuschalten. Die A35 setzt unseren Killswitch ein. Die A35, ich fürchte, wir brauchen einen Abschleppwagen. Verstanden. Ich bin mit der Tierperson kollidiert, Zentrale. Vielleicht geht sie ja jetzt vom Gas. Fährt nach Westen. Nähert sich R473. Verstanden. Flüchtiges Fahrzeug fährt Richtung Westen und nähert sich R473. Versuchen, die Zielperson zu zermürben. Erde 13, unser Wagen ist durch. Fallen als Primäreinheit aus. Erde 13, übernehmen die Führung. Sind an ihm dran. Hier, Erde 6, unser Wagen ist schrottreif. Wir brauchen eine neue Primäreinheit. Adam 6, hier sind Primäreinheit. Alles klar, verstanden. Wir aktivieren unseren Killswitch. Melde einen schweren Zusammenstoß mit den Zielpersonen. Wer hat uns gerammt? Zentrale, versucht den Wagen aus dem Verkehr. Verdammter Mist.
M113 verfolgen ein möglicherweise gestohlenes Fahrzeug in westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. M113, erbitte weitere Details über das Zielfahrzeug. Ein Chevrolet Camaro. An alle verfügbaren Einheiten. M113 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Zentrale an M113, wo sind Sie gerade? In westlicher Richtung auf der Santa Cruz Bridge. Meldung erhalten, M13. M113, verfolgen einen 410 in westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. M113, haben Sie Ihre Informationen über das Zielfahrzeug? Ein Chevrolet Camaro. An alle Einheiten. M113 führt eine Code 3 Verfolgung durch. Erbitte Meldung. M113, wie lautet Ihre aktuelle Position? Richtung auf der Santa Cruz Bridge. Alles klar, verstanden. In westlicher Richtung auf der Santa Cruz Bridge. Okay, verstanden, Lincoln 30. Du hast dich null verändert. Yeah, einer weniger. M113, wo sind Sie gerade? In westlicher Richtung auf der Santa Cruz Bridge. Verstanden. Hier A16, unser Wagen ist beschädigt. Brechen die Verfolgung ab. Okay, verstanden. Ein Kopf weniger. Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ja, 35 für uns ist die Verfolgung gelaufen. Unser Wagen ist hinüber. Verstanden. An alle Einheiten. Die Highway Patrol legt gerade Nagelbänder aus. Seien Sie also vorsichtig. Zielperson fährt Richtung Norden, nähert sich Liberty Desert. Hey! M113, wie lautet Ihre aktuelle Position? In westlicher Richtung auf der Santa Cruz Bridge. Verstanden, M113. Er fährt westlich, nähert sich R473. Verstanden, flüchtiges Fahrzeug fährt Richtung Westen und nähert sich R473. Oh, macht sie es ernst? Bestätige M113. Ja, M113. Zielperson hatte gerade eine Kollision. Ich weiß.
Und Schiss. Ja, 35, ich fürchte, wir brauchen einen Landschlepphaken. Bestätige. Wir haben einen kleinen Rentner verpasst. Ja, 13, unser Wagen ist kaputt. Brauchen neue Primäreinheit. Die Erde Mainz 35 übernehmen die Führung, zählt Person direkt vor uns. In Ordnung. Oh, wow, den hast du erwischt. Zentrale, unser Wagen wurde schwer beschädigt. Wir geben die Verfolgung auf. Alles klar, verstanden. Versuch's mit einem Rammmanöver. An sämtliche Einheiten, die Highway Patrol errichtet jetzt Barrikaden. Verstanden. In südlicher Richtung durch den Desert Plains Tunnel. Meldung erhalten, Adam 6. Ich setze dich ab. Danke, Miller. Nur damit das klar ist, Jimmy. Das hier ist das letzte Mal. Ich verstehe. Wenn du mich nochmal anrufst, gehe ich nicht dran. Selbst wenn du stirbst und ich deiner Frau sagen soll, dass du sie liebst. Aber ich bin nicht verheiratet. Nie wieder. Verstehe. Was hast du in dem Casino gemacht? Warum fragst du mich? Das hier, ist das Debriefing, Jimmy. Oh. Das Casino verkauft nicht ans Haus. Also sollte ich seinen Marktwert senken. Das Stehlen für Unruhe sorgen, den Gästen Angst machen. Um eine feindliche Übernahme vorzubereiten. Du bist echt ein Profi, Miller. Weißt du das? Ja, so bin ich. Total professionell. Hey, Jimmy. Bleib sauber, ja? Lady, du bist gut. Du bist nun bereit für die Oberliga. Du musst für uns einen VIP rumkutschieren. Hör einfach zu, was er erzählt und gib's an uns weiter. Verstanden? Toll, ich bin Oberfahrerin. Ich schick dir die Abholposition. Yeah.
Sei so lieb und gib Gas. Warum die Eile? Einfach nur, weil ich es sage. Fahr los. Du bist der Boss. Ja, ja, ich bin der Boss. Schlechter Anfang. Naja, du versaust es schon noch. Das ist nicht gut. Schnauze! Hab ich's nicht gesagt? Und? Hat dir Tyler was Interessantes über mich erzählt? Tyler? Wer ist das? Dein Pokerface ist echt mies, Jessica Miller. Keine Sorge, ich lass dich nicht auffliegen. Also, wer ich bin. Soll mich das nervös machen? So spielst du doch, oder? Gut, erkannt. Ich weiß alles über Tylers kleines Street Racer Trio, das eure Stadt retten will. Mich überrascht nur, dass ihr keine Donuts in Mogadischu dreht, um den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Wissen Tyler und McAllister, wie schwer es dir fällt, so zu tun, als würde dich irgendwas kümmern? Das muss anstrengend sein. Was willst du von mir? Deine Hilfe. Bei einer Wette. Bedeutet? Ich wette, du kommst nicht pünktlich an. Wenn du gewinnst, erzähle ich dir was Interessantes. Was könntest du schon wissen, was mich interessiert? Ich weiß, wo eins der Autos des Collectors am Fortune Valley sein wird. Kümmert mich nicht. Und wenn es Tech enthält, die Rev und deine Crew wollen? Selbst wenn das wahr ist, kommen wir niemals nahe genug ran. Oh, Jess, du denkst zu negativ. Der Collector ist ein zwanghafter Angeber. Er wird den Wagen öffentlich zur Schau stellen, um ihn seinen Streifen unter die Nase zu reiben. Das heißt, mir. Okay, wo ist er? Nicht so schnell, Jessica Miller. Gib ihn erst mal bitte. Du weißt, ich soll dich fürs Haus ausspionieren, oder? Was erzähl ich denen? Dass ich am Telefon über den Verkauf meines Casinos geredet habe und verärgert war. Denkst du, die glauben das? Natürlich, denn genau das wollen sie hören. Wuhu! Du schaffst die Zeit, Miller. Wie kommst du darauf? Bitte, das ist leichter als Karten zählen. Sag mal, Broker. Weißt du, wer sie ist? So sehr es mich auch ärgert. Na, sieh mal einer an. Ich hab dem mächtigen Marcus Weir etwas voraus. Na, du bist nicht so amüsant wie Tyler. Du vergeudest kostbare Zeit, Jessica. Ich weiß, wie du tickst, Marcus. Solltest du Tyler hier hintergehen, mach ich dich fertig. Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht. Aber glaub mir, du erfährst es als Erster. Freu mich drauf. Meine Liebe, warten wir ab, wo die Kugel landet. Thank you.
Problem. Du schaffst das. Oh nein, doch nicht. Ich hab's geschafft, Weir. Du hast verloren. Dein Wort? Ja, vergoldete G-Klasse Carnival Casino. Eine G-Klasse? Der Mann weiß genau, was er will. Freut mich, dass du zufrieden bist, Jessica. Jess? Wie war das Gespräch mit Marcus? Wieso weißt du immer, was ich mache? Hat Weir etwas über mich gesagt? Nur, dass er nicht weiß, wer du bist und dass ihn das nervt. Gut, komm zu mir. Ich glaube, ich weiß, wohin das Haus diese Prototypen-Tech bringt. Interessiert? Vielleicht. Wohin? Der Collector präsentiert sie am Fortune Valley Day in einem Casino. Die Show läuft nur einen Tag. Du bist der Beste. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Collector den Kopf ab. Ich hab... Hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen Überwachungspunkten. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königseck nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier. Erfahre ich nichts mehr. Also weiter. Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber ist dem Haus enorm wichtig.
keinen guten Eindruck. Verflucht! Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen Überwachungspunkten. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königseck nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier erfahre ich nichts mehr. Also weiter. Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber er ist dem Haus enorm wichtig. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal.
Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen überwachen. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königsegg nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier erfahre ich nichts mehr. Also weiter. Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber ist dem Haus enorm wichtig. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen Überwachungspunkten. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königsegg nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier erfahre ich nichts mehr. Also weiter.
Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber er ist dem Haus enorm wichtig. Job zu Ende. Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für Navarro fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauche sie als Backup, falls aus Plan A nichts wird. Ich bin also Plan B. Alles klar. Ich bin die Reservechauffeurin für diesen VIP. Gut. Wer steht vor dir? Weiß ich nicht. Dann fahr zum nächsten Überwachungs. Wenn wir wissen, wer es ist, könnten wir für einen kleinen Zwischenfall sorgen. Was zum Teufel? Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Hauses und hör sie ab. Claro. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorg dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen überwachen. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königsegg nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier erfahre ich nichts mehr. Also weiter. Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber er ist dem Haus enorm wichtig. We'll be right back.
Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für Navarro fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauche sie als Backup, falls aus Plan A nichts wird. Ich bin also Plan... B. Alles klar. Ich bin die Reservechauffeurin für diesen VIP. Gut. Wer steht vor dir? Weiß ich nicht. Dann fahr zum nächsten Überwachungspunkt. Wenn wir wissen, wer es ist, könnten wir für einen kleinen... Echt großartig. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fass du den anderen Überwachung. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königsenkel nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier erfahre ich nichts mehr. Also weiter.
Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber er ist dem Haus enorm wichtig. Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für Navarro fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauche sie als Backup, falls aus Plan A nichts wird. Ich bin also Plan B. Alles klar. Ich bin die Reservechauffeurin für diesen VIP. Gut. Wer steht vor dir? Weiß ich nicht. Dann fahr zum nächsten Überwachungspunkt. Wenn wir wissen, wer es ist, könnten wir für einen kleinen Zwischenfall sorgen.